Ich glaube, das wichtigste aller Punkte ist natürlich, dass die Unternehmenskasse auch insolvenzgeschützt ist. Das heißt, wenn eine Insolvenz des Unternehmers passiert, verliert der Mitarbeiter kein Geld. Das wird erreicht durch den PSV, durch den Pensionssicherungsverein, eine Einrichtung, die staatlich vorgesehen ist, die Kraft Gesetzes wirkt, ohne weiteres Zutun, also auch wenn er keine Beiträge, Prämien abführen würde oder Meldepflichten vernachlässigen. Die Mitarbeiter sind immer gegen Insolvenz geschützt. Das heißt, in der Entgeltumwandlung ab dem ersten Euro bereits, ab dem ersten Tag, gibt es einen arbeitgeberfinanzierten Zuschuss obendrauf. Dann natürlich erst nach 5 Jahren, wenn die Unverfallbarkeit eingetreten ist. Der beherrschende Geschäftsführer, der unterliegt leider keinem PSV-Schutz. Das heißt, hier ist der Insolvenzschutz immer zivilrechtlich herzustellen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Verpfändungslösungen machen. Dann muss auch wirklich Geld abfließen. Geld muss angelegt werden und das angelegte Vermögen kann wieder zugunsten des Geschäftsführers verpfändet werden. So ist also für alle Beteiligten grundsätzlich hundertprozentiger Insolvenzschutz erreichbar und darstellbar. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das ganz Wichtige in dem System.